Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Endlich ist es möglich, die Vorplanung von Instagram-Reels per Drittanbieter-Tools. Welche Vorteile das für euch bringt, welches Feature das möglich macht und wer bereits jetzt davon profitiert, all das erfahrt ihr in unserem Video. Bei Instagram Reels handelt es sich um maximal 60-sekündige Kurzvideos im Hochformat, die mutmaßlich vom Algorithmus am meisten bevorzugt werden. In unserer Social Media Playlist sind wir bereits im Detail darauf eingegangen, wie man Reels erstellt und warum es Sinn macht, 2022 auf diese zu setzen. Kurzum sei zu sagen, dass selbst der Instagram-CEO Adam Mosseri darauf hingewiesen hat, dass die Zukunft videoorientiert aussieht. Deshalb sind sogar Fotografen umgeschwenkt und posten nun eine Kombination aus Behind-the-Scenes-Reel und fertigem Endergebnis als animiertes Bild. Doch leider war es bisher nur möglich, Beiträge als auch Karussells und Stories zu planen. Dafür kann man Drittanbieter-Tools wie Later oder Planable nutzen, kann das Ganze aber auch aus der Facebook Business Suite nativ planen. Nun wurde aber die Instagram Reel API bekannt gegeben. Das heißt, es gibt eine Schnittstelle, mithilfe derer Daten übertragen werden können, womit externe Tools Daten empfangen, aber auch senden können. Das macht es nicht nur möglich, Reels zu veröffentlichen, sondern auch Kommentare auszulesen und Statistiken zu erheben und einzusehen. Freigegeben werden folgende Parameter. Das heißt, ihr könnt auch extern auf die Hashtag-Suche und somit die Anzahl der bisherigen Beiträge zugreifen bzw. diese einsehen sowie organische Posts bewerben. Bereits 25% der Content Creator können diese API jetzt schon nutzen. Für alle anderen soll dieses Feature spätestens am 6. Juli dann verfügbar sein. Was ist nun euer konkreter Vorteil als Online-Händler dadurch? Wie bereits erwähnt, werden Reels durch den Algorithmus bevorzugt. Klar könnt ihr weiterhin nur Produktbilder posten, aber wundert euch dann nicht über die geringe Reichweite. Von daher könnt ihr einen Tag einplanen, alle Reels für die Woche abdrehen und schneiden und diese nun auch vorplanen, sodass ihr euch unter der Woche komplett um euer Hauptgeschäft kümmern könnt. Doch uns würde mal interessieren, ob ihr denn überhaupt schon auf Reels setzt und wenn ja, in welchen Formaten ihr diese als Online-Händler umsetzt. Schreibt uns eure Erfahrungen in die Kommentare und lasst die Community dran teilhaben. Wenn ihr jedoch sagt, euer Wochenende ist euch heilig und ihr wollt den Marketingbereich abgeben, unterstützen wir von eBakery euch als Social Media Agentur bei der Erstellung einer sales-orientierten Strategie und der Umsetzung. Vereinbart auf der oben rechts verlinkten Seite gerne einen Termin und profitiert von unserer Expertise. Wir freuen uns auf euer Projekt. Sollte euch das Video weitergeholfen haben, würden wir uns über ein Like und Abo freuen. Dann hören wir uns morgen in alter Frische wieder. Bis dahin euch alles Gute, wünscht euch euer eBakery-Team.